Wir sind gerade auf dem schwierigsten Parcours in den Niederlanden. Hier gibt es ganz viele verschiedene Stationen, die Rick und ich überwinden müssen. Denn wir spielen heute Wer hält länger aus? Rick, bist du heute ready? Yes, aber es ist kalt. Oh, warte mal, ich habe eine Nachricht bekommen. Oh. Das ist eine Nachricht von Teyvat. Da steht drauf, wenn wir alle Challenges überwinden, dann führt es uns zum Schatz. Ich würde sagen, lass uns keine Zeit verschwenden. Wir haben 24 Stunden dafür Zeit. Rick, du fängst an. Yeah. Oh mein Gott. Du musst noch zum zweiten. Übrigens, Leute, alle Challenges basieren auf den Nationen von Genshin Impact. Oh no! Diese ist zum Beispiel inspiriert von Fontaine, die vor kurzem erweitert wurde. Ja, no, it's not possible to wait, right? Ja, ich bin durch! Okay, einfach nur zum richtigen Zeitpunkt. Du hast keine Chance! Du hast keine Chance, alle! Ich hab's geschafft! Okay, auf geht's zur nächsten Challenge, aber ich habe wesentlich mehr verkackt als Rick. Hast du Angst? No way! Oh mein Gott, wie hab ich das geschafft? Oh Mann, Digga. Hey, stark gemacht, Bruder! Nein! Okay Leute, das haben wir doch geschafft. Mal schauen, ob wir die nächste auch noch schaffen. Leute, ich würde sagen, es geht los. Das sieht schon so richtig freudig aus. Oh, okay. Ha, er fällt jetzt gleich. Oh mein Gott. Der kommt jetzt in den Seil. Alex, wie läuft's? Okay. Das nächste. Oh. Ich hab den Flow, Rick. Oh, jetzt noch das Ende. Und? Ja, ich hab's geschafft. Alter, ey, aber das Gute ist, jetzt habe ich einfach schon komplett verstanden, wie der Parcours funktioniert. Okay, Leute, es geht los. Okay, jetzt ist Rick dran. Leute, ich bin gespannt. Let's go, Rick. Okay. Ja, oh, das war knapp. Oh, shit. Sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, er fällt halt runter. Nein. Ja! Er hat's geschafft. Wir haben beide bisher noch komplett durchgehalten, aber es bleibt spannend. Okay, Rick, soll ich dir mal einen Trick zeigen? Ja, zeig. Okay, let's go. Wie zum Geier funktioniert das? Komm zurück, Mann! Das ist unfair! Wir sind verdammt kalt, Alter! Okay, komm! Mal schauen, ob mein Knie das mitmacht. Okay, los geht's. Ja, es geht erst mal. Es geht erst mal zu Alex und es ist die Ängste. Boah, no way. Ja. Nein, no. Ja, ich hab's geschafft. Komm, Alex, zieh weiter durch. No way. Boah, es geht höher. Boah. Ah, ah, ah. Vielleicht ja mein Knie. Ah. Das war wirklich nicht gut. Okay, Rick, ich schau mal, ob wir es geschafft haben. Okay, aus der 0 ist eine 1 geworden. Geil. Wir müssen nämlich 5 Challenges schaffen. Noch 4? Noch 4 Challenges, ja. Go. Rick, bist du ready für die nächste Challenge? Ja. Okay, und... So, wir sind jetzt bei der nächsten Challenge angekommen. Jede Challenge, die wir absolviert haben, führt uns zur nächsten Challenge. Wir sind jetzt nämlich in der Sumeru Desert Challenge. Wir haben uns hier schon unser eigenes Grab geschaufelt. Wir müssen jetzt nur noch reingehen und vergraben werden. Und dann schauen wir, wer länger im Sand verbleibt. Bist du ready, Rick? Ja, let's go. Übrigens, Leute, es ist hier kalt. Im Sand wird es noch kälter sein. Wir haben schon bei der letzten Challenge gefroren, aber let's go, wir machen das. Ziehen ist jetzt durch in Unterhose. Yeah. Let's go. Oh, ich passe hier gerade noch rein, Leute. Ich nicht. Ja, wir werden einfach beobachtet. Alle denken, wir sind komplett. Leute, hier sind noch andere Leute. Okay, hey Rick, schau mal, wie ich ausschaue. Wo bist du denn? Ey. Schaut mal bei Rick, das ist unfair. Das ist zu klein. Das ist überhaupt nicht fair. Ich bin ja schon fast ganz unter dem Sand. Okay, Leute, wir wurden jetzt vollständig eingebuddelt. Ich glaube, es ist endkalt, jetzt schon. Ja, du wurdest erst später eingebuddelt. Ah. Ich bin hier locker schon seit 3 Minuten drin, Leute. Aber der Timer läuft. Wir schauen jetzt einfach mal, wer länger aushält, Rick. Ja, auf entspannt. Junge, ich mach nie wieder in deinen Videos mit, Alter. Das ist so anstrengend. Was ist kalt. Okay, Rick, wie fühlst du dich jetzt gerade? Es ist jetzt schon einige Zeit vergangen. Ich würde sagen, wir singen jetzt ein bisschen, oder? Okay. Oh,
Think twice. It's another day for you and me in paradise. Übrigens, heutige Kommentar-Shoutouts gehen an Anna, Patrick und Lamis. Danke fürs Kommentieren. Kommentiert fleißig weiter. Leute, in letzter Zeit kamen echt wenige Videos, aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen, jetzt wieder regelmäßiger hochzuladen, oder Rick? Ich hoffe es doch, Digga. Okay, eine Stunde sind wir schon drin. Let's go. Hör auf zu zittern. Geht nicht anders. Wieso zitterst du überhaupt nicht? Ich bin built different. Na ihr beiden, wie ist es bei euch? Ich habe mir gerade einen Kaffee geschlürft und mir gedacht, ihr könnt mal eine Runde Dart spielen. Dart? Wir haben doch unsere Hände unter dem Sand. Ihr dürft eine Hand rausnehmen. Ihr kriegt jeder drei Pfeile und ihr müsst diese Balance treffen. Wer mehr Balance zum Platzen bringt, gewinnt die Challenge. Und darf raus? Der Gewinner kriegt einen Kaffee. Oder einen Tee halt. Ich krieg einen Tee, du kriegst einen Kaffee. Okay, Rick. Mein erster Fall, dann bist du dran, okay? Ja. Ja! Oh, nein. Let's go! Verdammte okay. Angst. Ready? Ja. Ja! Ja! Rick, das ist das Balloon Game, okay? Und ich werde jetzt treffen. Ja! Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, ich bin nächster. Was machst du? Letzter, der wird unten getroffen. Oder auch nicht, oh nein! Nein! Fast alle, die stecken, sind meine. Das heißt, ich krieg jetzt, kannst du mir einen Tee besorgen? Kriegen wir hin. Okay, let's go. Immer weiter unten. Oh, Junge, ich hab mich erschrocken, Digga. Ah, jetzt bewirft er uns mit Steinen. Yo! Ich kann nicht mehr. Klar. Okay, Leute, ich sag euch ehrlich, mein Limit ist erreicht, Rick. Er tut so, als würde er schlafen, Digga. Ich glaube, ich besiege Rick in dieser Challenge nicht. Ich gebe auf. Verlierer! Rick hat diese Challenge gewonnen. Oh, das war so anstrengend, sage ich euch. Okay, Rick, du kannst jetzt auch raus. Ich glaube, ich bleibe hier. Hol mich morgen. Okay, außer 1 ist eine 2 gewonnen. Heißt, wir haben die Challenge geschafft. Du kannst auch rausgehen. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Challenge. So, nach der zweiten Challenge brauchen wir definitiv eine Abkühlung. Deshalb schauen wir, wer länger im Eisbad aushält. Das andere war doch auch schon kalt. Egal, Bro, jetzt müssen wir erstmal Eisbad machen. Du bist doch verrückt. Okay. Bist du ready? Ja, let's go. Okay, 3, 2, 1, oh! Boah, das ist kalt. Du musst auch rein, du musst rein. Nein, ey, er muss rein, das sieht es nicht. Erstmal ganz hinten. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist ja arschkalt. Ganz rein, hast du gesagt, oder was? Okay. Wie ganz so, rein? So, die Hände auf. Okay, aber Leute, ganz langer Oberkörper rein. Okay. Jesus, es ist so kalt. Digga, wie lange noch? Du musst länger aushalten als ich. Wieso? Ja, wer länger aushält. Okay, langsam habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe mich nicht dran gewöhnt. Es tut weh. Übrigens, Leute, die Challenge ist inspiriert an Snezaya. Da gibt es einen Schneeberg namens Dragon Spine. Oh, und es ist einfach kalt hier. Digga, was ist los mit dir? Geh weg damit. Ja, hast du ein bisschen Eis? Es ist so kalt. Der Körper ist richtig erschöpft danach, Leute, ich sag's euch. Ich kann langsam nicht mehr. Ich glaube, ich muss raus. Hältst du noch länger durch, oder was? Ich halte so lange raus als du. Nein! Du bleibst so lange drin, bis du raus bist. Ja, ich glaube, ich muss jetzt raus. Da! Ja. Ja, Mann. Ja. Du Lutscher. Ich hab die Challenge einfach verloren. Junge, ist das geil. Okay, Rick, du hast gewonnen. Ich hab's geschafft. Digga, ich werde jetzt richtig rot. Let's go. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht, aber jetzt wird's langsam rot. Okay, Rick, ich würde jetzt mal schauen, ob wir die Challenge geschafft haben. Okay, aus der 2 ist eine 3 geworden. Das heißt, wir haben die Challenge geschafft. Ich würde sagen, bist du ready für die nächste Challenge? Yes, sir. Okay. So, wir sind jetzt bei der nächsten Challenge angekommen. Diesmal hat es wieder was mit Wasser zu tun. Hast du diesen Ring gerade gesehen? Ja. Du musst danach tauchen. Wir schauen nämlich, wer länger tauchen kann. Bist du ready? Ja. Okay, und let's go! Übrigens, in der neuen Version von Genshin Impact 4.1 wird nicht nur Fontaine erweitert, sondern es gibt auch neue Charaktere und die Hauptstory wird weitergeführt. Ich bin mal gespannt, ob Rick hier im Wasser lange aushält. Also er ist jetzt immer noch im Wasser. Junge, was macht der Typ? Okay, ich glaube, er kommt gerade hoch. Yo, er ist oben, let's go. Und er hat den Ring. Ich bin als nächstes dran, Leute. Boah, ich habe echt Schiss. Okay, Alex, bist du ready? Nein. Leute, Alex ist so schlecht im Tauchen. Schaut euch den an, den wird er sich niemals holen. Er liegt am Boden. Alex, komm, diese Übung machen wir doch fürs Seepferdchen, oder? Wer kann alles beim Sprungturbo runtertauchen? Schreibt es mal in die Kommentare. Es geht los in 3, 2, 1. Komm, mach,
eine Kerze. Das Ding ist bei Alex, er kann nicht mal eine Kerze machen, der springt immer irgendwie so rein. Okay, er zieht durch. Yes! Let's go, Alex! Hey, stark. Du hast durchgezogen. Aber ich muss ehrlich sagen, Victor hat diese Challenge auf jeden Fall gewonnen. Ich kann nicht mehr. Für mich war das echt extrem. Aber ihr macht euch bestimmt lustig, aber schreibt mir in die Kommentare, ob ihr tauchen könnt. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Okay, aber Rick, schauen wir trotzdem mal, ob wir die Challenge geschafft haben. Okay, außer drei ist eigentlich viel geworden. Das heißt, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur nächsten. So Rick, wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Wir sind jetzt im Lokapala Jungle und ich habe eine Challenge vorbereitet, und zwar die Hang Challenge. Wir schauen, wer länger auf einem Ast hängen bleiben kann. Der bricht doch safe ab. Der bricht nicht, Rick. Ist schon wieder so kalt hier. Ich würde sagen, ich starte erstmal und dann bist du dran, okay? Okay. Und eine Regel, ab einer Minute darfst du mich ein bisschen ärgern und kitzeln und was auch immer, okay? Alles klar, verstanden. Übrigens, Rick, bevor ich jetzt anfange, diese Challenge wird uns zum Schatz bringen. Also, wir müssen sie auf jeden Fall bestehen. Ich hoffe, wir schaffen beide mindestens eine Minute. Easy. Okay, ich habe mein perfektes Outfit von Genshin Impact an, deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall Gas geben. Bist volle du ready? Power, let's go! 3, 2, 1, go! Boah. Auch mit meiner Nase. Boah, Junge! Okay, ist echt nicht so einfach. Ist nicht so einfach wie bei einer Stange. Da. Alex! Alter, das ist viel schwerer. Hast du gehört, Digga? Du bist jetzt bei 12 Sekunden. Alter! Junge, soll ich schon mal anfangen, dich zu ärgern, oder? Junge, nein, darfst du erst ab einer Minute. Erst okay, ab einer Minute. 20 Sekunden. Vielleicht sollte ich nicht unter diesem Baum stehen. Oh, Junge, mit den Handschuhen ist auch nicht so einfach. 30 Sekunden. Das kann nicht sein! Hey Alex, sind deine Videos etwa gefaked? Nein! Ah. Leute, am Baumstamm ist viel schwerer. Dass der ewig lange hängen kann, Digga. Ich dachte mir immer schon so. 40 Sekunden, mein Freund. Ich rutsche richtig krass gerade schon. Hey Alex, heul nicht, heul nicht. Wie lange habe ich schon? 55! No way! Okay, wir sind eine Minute! Junge, was mache ich damit? Nein! Lass mich! Hey Digga, wir machen ein bisschen. So. Junge, der hält ja aus, der hält ja aus. Wir sind bei 1 Minute 15. Okay, okay, wie lange habe ich? 1 Minute 17 war es. 1 Minute 17, Leute. Rick wird auf keinen Fall länger als ich aushalten. Ich bin gespannt. Aber du hast nicht gesagt, wie man dich festhalten muss. Also ich weiß nicht, ob du das mit den Handschuhen schaffst. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Okay. Ja, wenn du denkst, du hältst es so lange durch. Niemals, Digga. Ich merke auch, wie der Baum gleich. Alter, er berührt fast den Boden. Ja, müssen wir aufpassen. Nix da. So, also ich rutsche jetzt schon komplett runter. 20 Sekunden hat er geschafft. Nicht schlecht, Rick, nicht schlecht. Wie findet ihr eigentlich sein Outfit? Bauchfrei einfach, was soll das? Let's go, Rick. Komm schon, die Elf hast du geschafft. 30 Sekunden, dann werde ich dich ärgern. Oh, oh, oh. Ich bin zu schwer für diesen Baum. Ja, aussehen. Boah, wenn der auf meinen Kopf fällt, stimmt. Oh, ich glaube, es ist gleich vorbei. Ich rutsche. 52 Sekunden. Oh, eine Minute. Jetzt. Scheiße. Okay. Eindeutig hier der Gewinner. Junge. Aber er hat eine Minute 4 geschafft. Nicht schlecht, Alter, Rick. Alter, ich hätte es nicht geschafft. Gedacht, ich war nach 15 Sekunden war ich schon tot. Nicht schlecht, Rick. Okay, Rick, ich schau mal. Wir haben die fünfte Challenge geschafft. Das heißt, wir wissen jetzt, wo der Schatz ist. Ich würde sagen, wir suchen den jetzt, okay? Okay, let's go. Let's go. Ich glaube, da ist es. Alter. Oh, okay. Junge. Let's go. Wir machen das Ganze jetzt mal auf. Wow. Okay. Junge. Das sind zwei Freundschaftsarmbänder, Rick. Ist das Yin und Yang, oder was? Yin und Yang. Okay, passen die so zusammen? Die passen zusammen. Oh, geil. Für unsere Freundschaft würde ich sagen, das war's mit dem YouTube-Video. Checkt noch mein letztes Video ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.